wird die Riester-Rente als Hinzuverdienst auf die Altersrente angerechnet? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Das Thema Hinzuverdienst auf die Altersrente ist ein schwer verständliches Thema. Viele Versicherten interessieren sich aber dafür, weil es geht ja doch um tatsächlich auch ein bisschen Geld. Oftmals ist es wegen der Verknüpfung auch zum Steuerrecht schwer nachzuvollziehen, warum nun gerade das eine und das andere auf die Altersrente angerechnet wird oder eben das nächste halt nicht. Ja? Als Hinzuverdienst zur Alters- oder auch zur Erwerbsminderungsrente werden angerechnet das Arbeitsentgelt, das Arbeitseinkommen oder vergleichbare Einkommen. Dazu haben wir auf YouTube schon einige Videos gedreht oder Sie können auch Beiträge dazu auf Rentenbescheid 24 nachlesen. Also das können Sie mal selber nachstöbern, was damit gemeint ist. Nochmals als Faustregel für Sie. Alles, was an Arbeitsentgelt aus einem bestehenden oder ruhenden Arbeitsverhältnis vor oder nach der Altersrente verdient wird oder sich steuerrechtlich als Gewinn aus einer selbstständigen Tätigkeit oder Gewerbe ableitet, ist anrechenbarer Hinzuverdienst. Natürlich gibt es Ausnahmen im Einzelfall. Also merken Sie sich das bitte, alles was Sie irgendwie aus dem Arbeitsverhältnis verdienen oder aus einer gewerblichen Tätigkeit aus Gewinn ableiten, ist anrechenbarer Hinzuverdienst. Natürlich müssen wir die Grenzen 6.300 Euro betrachten. Aber Rentenleistungen, sei es Betriebsrente oder Privatrenten oder hier eben auch die Riester-Rente, leiten sich grundsätzlich nicht aus einem Arbeitsverhältnis ab. Das sind einfach Vorsorgeleistungen, die auf eine Altersrente nicht anzurechnen sind. Grundsätzlich nicht. Und zwar sagt auch die Deutsche Rentenversicherung grundsätzlich nicht. Das heißt, die werden überhaupt gar nicht erfasst. Danach wird auch gar nicht gefragt im Rentenantrag. Im Rentenantragsformular R100 wird also nicht danach gefragt, ob Sie eine Betriebsrente im Zusammenhang mit der Altersrente beziehen. Das bezieht sich dann meistens immer nur auf die Krankenversicherung der Rentner, weil die Krankenkasse hier auch noch zusätzlich Beiträge von Ihnen haben möchte. Somit ist für Sie jetzt klar, Riester-Rentenleistungen gelten nicht als anrechenbarer Hinzuverdienst auf eine Altersrente und zwar gilt das per se. Hingegen es bei Zahlung aus Urlaubsabgeltungen und so weiter eine Verdienstanrechnung geben kann. Da kommt es zum Beispiel nur darauf an, ob das Arbeitsverhältnis bei Zahlung der Urlaubsabgeltung noch bestanden hat oder nicht. Spannendes Thema. Näheres dazu finden Sie aber auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.